Das All-Star-Game am 1. Februar 2014 in Leipzig. Die deutsche Handballnationalmannschaft gegen eine Weltauswahl der DKB-Handball-Bundesliga. 48 Nominierte, höchstpersönlich vorgestellt von den Nationalspielern. Und 24 Spieler und Trainer sind nun dabei. Gewählt durch die Fans oder nachnominiert durch die Stimmen der 18 Bundesliga-Trainer. Auf Linksaußen Anders Eggert von der SG Flensburg-Handewitt. Gudjon Valur Sigurdsson vom THW Kiel und Frederik Pedersen von den Füchsen Berlin. Welthandballer Philipp Jicha von den Zebras, Rhein-Neckar-Löwe Kim Ekdal-Dürier und Göppingens Momir Irnic im linken Rückraum. Zu den Spielmachern der Liga All-Stars gehören Domagoj Duvnjak vom HSV Hamburg, Aaron Palmason vom THW und Thomas Mogensen von der SG Flensburg-Handewitt. Zeit für echte Shooter auf Rückraum rechts. Dabei sind Kiels Marco Wujin, Löwe Alexander Pettersson, Newcomer Kent Robin Tönnesen und der unverwüstliche Christian Zeitz. Keine Überraschung auf Rechtsaußen. Hans Majestät, Hans Lindberg ist im Team. Genau wie Nationalmannschaftskollege Lasse Swan Hansen und Robert Weber vom SC Magdeburg. Viel Arbeit für Rogge, Haas und Co. im Mittelblock. Beate Mürholl von den Rhein-Neckar-Löwen, René Toft-Hansen vom THW sind die Störenfriede am Kreis. Genau wie Michael Knutzen, der sein letztes All-Star-Game bestreiten wird. Im Tor steht der statistisch beste Keeper der Liga, Matthias Andersson. Dazu Niklas Landin von den Löwen und Michael Alf Appelgren von der MT Melsungen. Gecoacht wird das Team von einem kleinen, ganz großen, Ljubomir Vranjes, sonst in Diensten der SG Flensburg-Handewitt. Unterstützt wird er von Newcomer Sebastian Hinze, eigentlich ein bergischer Löwe. Große Klasse und große Unterhaltung sind also garantiert beim All-Star-Game am 1. Februar 2014 in der Arena Leipzig.